meine Lieben, und willkommen zum ersten Wochenabschluss im Februar. Ja, bei uns war diese Woche viel los. Ja, mein Vater hatte einen Herzinfarkt und ja, der lag erstmal 3 Stunden zu Hause und bis meine Mama vom Arbeit kam, die mich dann aufgeregt angerufen hat, dass er mit dem Krankenwagen abgeholt worden ist und so. Ja, nach 4 Tagen haben sie ihn wieder entlassen. 4 Tage war er zu Hause und danach ist er im Bad gestürzt und hat sich eine schöne, fette Platzwunde am Kopf. Ja, und was uns so ein bisschen Sorgen macht bei ihm, ist, dass er seit dem Herzinfarkt halt ein bisschen Wirrwarr redet. Also er erzählt über Dinge, die nicht da sind. Ja, und ich weiß nicht, also irgendwas, er ist nicht mehr der Alte, wie er vorher war. Wir waren gestern dort besuchen. Und ich habe der Schwester Bescheid gesagt, dass sich das ein Arzt nochmal ansehen sollte, warum er plötzlich so Geschichten erzählt oder so Dinge sieht, die es überhaupt nicht, also dass das nicht da ist. Also wir wissen nicht, woran es liegt, ob es an den neuen Tabletten sind, die er bekommt. Wir wissen einfach nicht. Also ich habe auf jeden Fall der Schwester Bescheid gesagt. Sie hat das sofort aufgenommen und ja, wir werden sehen, was rauskommt. Ja, und das macht mir und meiner Mutter auch so ein bisschen Sorgen. Oder besser gesagt, wir machen uns alle Sorgen. Und ich kann nur hoffen, dass nicht noch mehr schlimmere Sachen rauskommen. Ja, erstmal das vorweg. So, also viel passiert ist auf jeden Fall nicht. Ich war gestern nur einmal einkaufen, hatte mir dann mal auf Arbeit kurz was zum Trinken gekauft, aber mehr Ausgaben hatte ich auch eigentlich nicht. Ja, da ich das noch nicht eingetragen hatte, können wir das ja einmal zusammen machen, wenn das okay ist. Ich denke schon, ne? So. Also, ich trage mal ein Lebensmittel da. Die Plätzchen habe ich hier noch. Die Zettelchen habe ich hier noch rumliegen. Achso, das wollte ich ja immer mit Rot, aber da ja Rot wieder nicht funktioniert. Ich kann das nochmal kurz probieren, ob das hier geht. Ah, jetzt schreibt er wieder plötzlich. Das ist ja ein Ding, du. Und achtet nicht an meine Finger. Ich habe nämlich gerade hier vorne, das Buch war total schwarz und ich habe das jetzt gerade versucht sauber zu machen. Deswegen bin ich auch ein bisschen schwarz an dem Fingerchen. Also ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ihr seht das alle hier. Ja. Okay. Am 4.2. Das war das, was ich mal auf Arbeit geholt habe. Einmal ein Getränk, da ich nichts von zu Hause mitgenommen hatte. Achso, ich habe ja gesagt, ich runde immer auf. Also, machen wir 3 draus. Und gestern war ja auch der 4. Ach, gestern war ja Samstag, stimmt ja. Also, okay. Das habe ich mal am 4., also gestern geholt. Und dann waren wir auch noch gleich gestern einkaufen. Achso, hier schreibe ich mal Rewe hin. Und hier waren wir bei Kaufland. Und da habe ich jetzt 70 Euro ausgegeben. So, mit was hatte ich denn jetzt geplant? Mit 500. Okay. Minus 3, minus 70. Das heißt, wir müssten noch 427 haben. So. Genau.
ich ja jetzt, wir müssen das ja noch mal einmal kurz, mit 120 habe ich ja angefangen, minus die 3, minus die 70, also müsste ich jetzt noch, die 40 haben wir hier, und hier ist dann also alles das Kleingeld. So, genau, 2, 4, 6. Hallo. Und den Euro hier. Also 7, 47. Und das ist ja dann das Kleid, das Geld, was ich jetzt aufgerundet habe. Genau. Das kommt jetzt dann auch in die Spar-Challenge wieder mit rein. Und das auch. Und das sind ja 47. Genau, 47. Also werde ich jetzt einmal, ich werde das glaube ich mit dir einschreiben. Ich werde da jetzt nur Challenge hinschreiben einmal, dass wir das, €47. So, dann stehen wir nämlich dann bei 380 noch. So. Genau. Ja, und dann wollten wir uns das hier nochmal eintragen. Das waren jetzt 73 €, die wir diese Woche ausgegeben haben bei Lebensmitteln. So, bei den anderen Sachen ist nichts passiert. Auch bei den Singing Fans 2 ist jetzt auch nichts passiert. Also wie gesagt, ja, die Woche war viel los. Genau, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt dann hier mit den Challenge an. Bestücken die, was wir noch bestücken können. Das Kleingeld kommt ja extra hier. So, dann haben wir einmal hier die 2 €. Ich werde das jetzt einfach mal hier so aufschreiben. In Woche 2 kommen jetzt 2, 4, 6 € dazu. Woche 1 natürlich 6 €. Dann einmal in die Spardose rein. 3 Stück können wir ausmalen. Ich glaube, das war der Stift letztes Mal. Nehmen wir die andere Seite. Genau. Was malt er jetzt nicht? Das ist so ein Ding. Was malt er denn jetzt nicht? Hallo. Okay. Probieren wir mal die andere Seite aus, ob die noch malt. Und 3. Okay. Das ist erledigt. Dann rutsche ich das jetzt einmal kurz hier so rüber. 40 haben wir ja noch. Na komm mal her. Na komm. So, ich glaube 21er werden wir mal hier drinnen noch. Werde ich von sonstiges wechseln. Schwupp. Und haben wir hier noch irgendwo was, wo wir was wechseln könnten? Nö. Okay. Ja. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Das schreiben wir uns hier auch wieder einmal auf mit der 2 €. So, Februar, Woche 1 plus 2, 4, 6 haben wir reingetan.
Das sind dann 7, 8 und 88. Ich rechne das aber vorsichtshalber nochmal nach. Man weiß ja nie. Genau. 88. Wo ist denn jetzt schon wieder mein Lineal? Das lag doch gerade noch. Schon mal ein Strich für die nächste Woche. Und Wahnsinn, 88 Euro schon. Das ist schon mal gut. So. So, das wird jetzt hier schwierig bei denen hier. 5 Euro habe ich leider nicht. Also das heißt, 5 Euro kommt nichts rein. Was könnte man denn hier jetzt noch machen? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Gute Sachen, wir nehmen sonst die 11 und nehmen, hier hätte ich doch gerade noch 1 Euro. Genau, dann nehmen wir hier die 11. Einmal. Und Februar machen wir Woche 1. Plus 11 Euro sind 212. Und das rechne ich noch mal nach. Ach ja, doch. 211, 201 plus 11 sind 212. Okay. So. Das erledigt. So, das war jetzt die. Dann haben wir 11 Euro reingesteckt. 5 Euro habe ich leider nicht. Dann kommt auch heute nichts rein. Dann gehen wir jetzt. Ach so, die Gruppe. Oh, das habe ich auch noch nicht vorbereitet. Okay, dann würde ich jetzt sagen, die spielen wir heute auch nicht. Dann muss ich das noch fertig machen und einsortieren. Und dann kommen wir jetzt. Dann geht das Rest hier noch. Ja, dann machen wir den Rest jetzt einfach hier rein. Sind jetzt 30, genau, das sind 10, das sind 20 und das sind 30. So, also das habe ich mir nie aufgeschrieben, aber das schreiben wir uns hier hin. So, und ich sortiere das dann gleich ein, wenn wir das Video fertig haben. Wenn ich es abgedreht habe und dann werden wir das, die Rubbel-Challenge dann für das nächste Mal mit benutzen. Ja. So, genau, dann haben wir ja hier alles. Alles einsortiert, alles fertig. Genau. Also ich denke, das wird heute nicht so großes. So, ja. Und ich wollte sagen, das war's schon. Also mehr war nichts. Aber ich wollte mich einmal ein herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten, die mich abonniert haben. Danke dafür. Lasst mir gerne weiterhin einen Daumen nach oben da und abonniert mich doch gerne. Dass mein Kanal auch weiter wächst. Das wäre super. Ja, sonst würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, habt einen schönen Tag und habt eine schöne Woche. Das nächste Video kommt dann wieder. Ja, mal gucken, ob am Samstag oder Sonntag, je nachdem, wie ich das schaffe. Also, ich sage dann bis dahin, habt's fein, bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao, Kakao.